So, ihr Lieben, ganz herzlich willkommen wieder einmal zu einem neuen Videobeitrag von mir. Und heute möchte ich mal nicht so viel erzählen. Heute seid eher ihr dran. Ich hoffe, dass ihr mir ein bisschen behilflich sein könnt, denn es wird mir um die Frage gehen, wie sich dieser Kanal reizdarmtherapie.net hier weiterentwickeln soll. In den letzten Wochen, Monaten hat sich der Kanal sehr positiv entwickelt. Aktuell habe ich so um die 570 Abonnenten. Ich weiß, das ist nicht besonders viel, aber ich freue mich auf der anderen Seite, dass ich fast 80.000 Aufrufe erreicht habe. Und wenn man sich so anschaut, die Entwicklung des Kanals ist, wie gesagt, sehr positiv. Im Monat bekomme ich so ungefähr immer um die 80 bis 90 Likes und da Daumen runter sind ich glaube immer so um die 4 oder 5. So, also schon daran kann man sehen, das Ganze wird gut aufgenommen. Ich bekomme auch regelmäßig Post von euch, also in E-Mails wird dann gesagt, Lob für die Seite, Lob für den Kanal. Das Themenspektrum wird sehr häufig auch genannt, was so ein Gegengewicht eben bildet zu diesen ganzen Verkaufsseiten etc., zu dem Marketing. Und das finde ich sehr schön und es macht mir auch großen Spaß. Das Ganze ist natürlich Hobby, aber für mich auch eine schöne Sache, um selber zu reflektieren und natürlich auch als Therapeut zu schauen, okay, was interessiert die Leute, wie kann man Inhalte gestalten, wie kann man Inhalte vermitteln. Und deswegen an euch die Frage, wie ihr diesen Kanal gern oder welche Entwicklung ihr befürworten würdet. Wenn ihr mir den Gefallen tun würdet, ihr könnt jetzt irgendwo in der Ecke da oben, könnt ihr jetzt an einer Umfrage teilnehmen, einfach mal so ein, zwei Fragen, was euch besonders interessiert und vor allen Dingen die Schwerpunktsetzung des Kanals. Ich habe in den letzten Wochen so ein bisschen rumprobiert und vor allen Dingen versucht, mehr praktische Inhalte einfließen zu lassen. Also zum Beispiel die Akupressurpunkte oder auch die Yoga-Routine natürlich. Sind das Dinge, die euch interessieren? Also möchtet ihr den Kanal mit praktischeren Inhalten versehen haben? Mehr Selbsthilfesachen, Ideen von mir waren zum Beispiel natürlich Videos zum Kochen. Also was kann ich kochen? Wie kann ich das Ganze beschleunigen zur Vorratshaltung? Eine weitere Idee war auch, wenn man davon müsste ich mir das nötige Equipment zulegen, aber das würde ich dann auch tun, einfach euch mal mitzunehmen zum Einkaufen in den Bioladen oder auch mit auf einen, zu einem Hofladen. Also dann wirklich mal rumzugehen, zu gucken, was kann man einkaufen, was ist empfehlenswert, auf was sollte man achten, was sollte im Einkaufswagen landen und wie kann man da auch eine ordentliche Vorratshaltung planen. Also was sollte im Kühlschrank sein, was sind Konserven, die immer da sein sollten und so weiter und so fort. Natürlich auch mehr aus dem Bereich Entspannung, Fitness etc. Zum Beispiel war auch eine Idee, euch mit rauszunehmen, einfach mal an den See, um zu erklären, wie gestalte ich zum Beispiel mein Ausdauerprogramm, auf was muss man da achten, wenn man den Reizdarm nicht noch triggern will. Das wäre also alles eher diese praktische Schiene, die mehr in Richtung Lifestyle geht. Oder sagt ihr, nein, eigentlich das, was den Kanal wertvoll macht, sind eher die theoretischen Hintergründe. Das bedeutet, über Studien reden, vielleicht Mythen aufklären etc. Also so, wie das bisher war. Wollt ihr einen großen Mix der Themen, also dass ihr sagt, okay, so von jedem was, das ist in Ordnung. Was auch noch von mir eine Idee war, waren gezielt Interviews mit Praktikern zu führen, also entweder mit Leuten, die selber schon ihre Darmstörungen behandelt haben oder eben auch mit Heilpraktikern, Ärzten, Wissenschaftlern etc., wobei man eben schauen müsste, ja, ob diese Leute dazu bereit sind, denn ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn ich für den Blog die Anfrage gestellt habe, Interviews zu führen und dann aber meine Sicht der Dinge, also dass es eben nicht um Werbezwecke gehen soll, sondern tatsächlich um eine objektive Darstellung, dann haben auf einmal viele Leute nicht mehr so, ja, die Lust oder vielleicht auch den Mumm, um das Ganze so mitzumachen. Also das wäre ganz toll, wenn ihr mir da einfach ein bisschen rückkoppeln würdet, was euch da so vorschwebt und vielleicht auch noch ein bisschen von der Themensetzung. Also gibt es bestimmte Dinge, die euch rund um das Reizdarmsyndrom ganz besonders interessieren. Das wäre noch eine tolle Sache, einfach damit ich weiß, welche Inhalte ich anbieten kann. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz als Kommentar dazu loswerden. Ich möchte mich bedanken natürlich bei euch, dass ihr da wirklich, es gibt Leute, die weiß ich, die schauen regelmäßig zu und die haben mir auch schon mehrmals das rückgemeldet, was sie gut finden, nicht gut finden. Ganz vielen lieben Dank dafür. Ich lese wirklich auch jede Zuschrift, aber habt bitte Verständnis. Das Ganze ist, ja, ich sag mal, in dem Sinne tatsächlich, ja, es ist schon mehr als ein Hobby, aber es ist halt auch keine Arbeit. Also das muss man sehen, das ist schon wirklich etwas, was mir Spaß macht.
Aber nur um das nochmal in Relation zu setzen, ich habe es letztens erwähnt, jetzt wo der Kanal so ein bisschen nochmal gewachsen ist, ich glaube, letzten Monat habe ich jetzt das erste Mal die 10 Dollar im Monat, die ich verdient habe, habe ich dann das erste Mal durchbrochen auf YouTube. Und da sieht man einfach, also ich bekomme da nicht wirklich was zurück, das ist keine bezahlte Arbeitszeit oder irgendetwas. Und wenn man dann am Tag 10 bis 20 Mails bekommt, die teilweise recht ausführlich sind, mit Fragen, du Thomas, pass auf, ich habe das und das und angehangen, habe ich dir jetzt nochmal meine Befundliste, schau dir das bitte mal durch, was könnte ich denn noch machen? Hab da bitte Verständnis, das funktioniert einfach nicht. Interessante Fragen, wo ich sage, okay, das ist für die Allgemeinheit vielleicht wichtig, die nehme ich gerne auf und versuche das auch hier in Videos zu reflektieren, habe ich schon mehrfach gemacht. Wer tatsächlich konkrete Fragen hat, immer bitte das Verständnis, nicht nur, dass es eine Zeitfrage ist, sondern es ist auch eine rechtliche Frage. Als Psychologe mit Erlaubnis zur Durchführung von Psychotherapie darf ich keine Heilkunde über das Internet oder über das Telefon ausüben. Ihr müsst dann zumindest schon mal hier gewesen sein. Deswegen der Tipp, wendet euch bitte an einen guten Arzt, einen guten Heilpraktiker oder lasst euch halt irgendwo coachen von jemandem, der sein Fach versteht. Und denkt daran, ich komme aus dem Bereich Psychologie und Sporttherapie. Das bedeutet, für manche Fragen bin ich auch einfach nicht der richtige Ansprechpartner. Also wenn dann teilweise Leute schreiben mit ihrem kleinen Kind, was ganz viele Begleiterkrankungen hat etc., das gehört einfach in ein Krankenhaus oder zu irgendeinem Spezialisten in die Behandlung. Da gibt es so viele Dinge zu beachten und ich bin kein Arzt, das möchte ich auch nochmal betonen. So, mir geht es, wie gesagt, eher darum, Inhalte zu vermitteln, schon auch theoriegeleitet natürlich, das wisst ihr, es ist immer, also ich versuche hauptsächlich Themen zu bearbeiten, die sich so in der wissenschaftlichen Literatur wiederfinden und besonders am Herzen liegt mir aber dann die praktische Umsetzung. Also wie kann ich das Ganze in den Alltag einfließen lassen, weil das ist einfach das, wo ich merke, da scheitert es leider bei sehr vielen meiner Klienten, die wirklich sich eigentlich gut auskennen mit Ernährung, auch mit Psychotherapie, aber die einfach Schwierigkeiten haben, diese Dinge konkret in ihren Alltag zu integrieren. So, also nochmal vielen Dank an euch alle, die mir da irgendwie unter die Arme greifen, die mich unterstützen. Danke für eure Hinweise, danke natürlich fürs Teilen, Liken, Abonnieren, was es da alles noch so gibt und natürlich für die Einkäufe in unserem Partnershop. Das hilft immer extrem weiter, davon werde ich mir jetzt auch bald eine ordentliche Kamera leisten und sicherlich auch eine gute Beleuchtung. So. Das soll es für heute gewesen sein. Danke nochmal fürs Teilnehmen an dieser kurzen Umfrage und dann sehen wir uns vielleicht bald in irgendeinem neuen Kanalformat und ich hoffe, dass ich euch einige weitere nützliche Inhalte präsentieren kann. Bis bald und ich freue mich, dieses Wochenende hat meine Frau Geburtstag. Wir werden mit ein paar Freunden in einer Jurte übernachten. Ich hoffe, es wird nicht allzu kalt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.